Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu The Forest. Scheiße, ey. So, ja. Das ist für alles die Fotzen, die meinem Intro ist irgendwie scheiße. So. Keine bösen Wörter, nicht über meine Community. Keine bösen. Oh, ja. Wo ist ein Stein? Ich will ihn steinigen. Wo ist ein Stein? Oh, Leute, das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Nein. So. Alter Schwede. Meine Fresse. Ja. Die wissen, wie du aussiehst, Dave. Die das ist mir. Ja, und? Das ist mir aber auch scheiße. Machst du eigentlich noch Facebook? Ich hab das lange nicht mehr reingeguckt bei dir, weil ich komme mal kaum dazu, Let's Plays zu gucken. Ja, du kommst lange nicht bei mir rein. Nee, also momentan mache ich jetzt gar keine Facecam. Weil ich hab der Evo bis in. Hm? Genau, wegen Evo bis in. Ich dachte, du machst danach auch weiter allgemein. Ja, muss ich auch noch machen, aber ich dachte mir jetzt, probier's halt mal bei der Evo Within. Aber das zieht sich so blöde hin, das ist so das Ende so meh. Verstehst du? Das Spiel soll allgemein so ein bisschen meh sein. Ich muss sagen, es fängt richtig geil an. So mit Horror und Grusel. Aber dann, man merkt so mittendrin, ist es Resident Evil. Ich habe generell nichts gegen Resident Evil, ich spiele gerne das Spiel. Kannst du mir mal ein Feuerchen machen? Aber, ach ja, genau. Aber gegen Hinde, das ist so. Leute, ich hab ein, nur für euch. Was war das? Ich hab einen Stein auf dich geworfen. Du Sackratte, du. Ich nehme dich nicht, ich zähl an. Verbrennen sollst du. Hallo? Hallo? Ich kann's nicht anzünden. Ich auch nicht. Ah, jetzt. Jetzt! Da muss man ein paar Meter weggehen. So, jetzt muss ich erstmal mal so, Zeuchen. Was? Ich denke mal, ich mach so Bambi-Fleisch jetzt. Hab ich auch schon draufgelegt. So. Was wollte ich genau? So, wie gesagt, das ist bei The Evil Within mache ich das eigentlich, aber. Meh. Aber generell will ich das auch noch machen. Haben da Leute was zu geschrieben? Kamen die gut an? Also, ich muss ja sagen, für mich kam deine Facecam echt gut an. Also, bei mir. Also, ich muss sagen. Bist ein schmucker Typ. Na, danke. Hm. Nee. Vor allem siehst du, finde ich, völlig anders aus, als du klingst. Das, ist so. Ist so. Ja, das hab ich. Wir beide haben ja doch eine relativ klare, helle Stimme, weißt du? Ja, ja. Aber wenn man sitzt so ein bärtiger, uriger Typ, so ein Holzfäller davor, ich dachte mir so, was? Das ist Dave? Ich meine, ich wusste zwar ungefähr, wie du aussiehst, aber so in Bewegung kommt es doch mal alles völlig anders rüber. Ja, ja. War echt cool. Ich muss sagen, mir hat's gut gefallen. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, das war so eine, in Anführungszeichen, Schnapsidee, muss ich sagen, weil ich hab, beziehungsweise ich verfolge ja Hand of Blood, Tenendo, Cavalier Pirat, die nutzen ja alle, Tenendo, also das ganze TGN-Netzwerk verfolge ich, das ist irgendwie ganz komisch. Ja, TGN-Netzwerk sind auch ein paar echt nette Typen bei, definitiv. Richtig, so. Nicht alle, von vielen hört man auch überhaupt nichts, aber ja. Also ich sag mal, die illustren Charaktere, die man kennt, sind echt nette Typen. Ja. So, und wie gesagt, die verfolge ich ja und die haben ja alle Facecam und da dachte ich mir so, Mensch, Schnapsidee, machst du einfach mal. Fragst du mal? Warst bestimmt voll aufgeregt, oder? Boah, Alter. Die erste Fahrt dann aufgenommen und hochgeladen. Ich hab bestimmt gedacht, oh mein Gott, was schreiben Leute wohl? Ja, ja, so ungefähr, weil. Hat man immer Hass vor den Hate abzukriegen, wegen, was bist du für eine hässliche Qualle oder sowas, ja, weißt du? Ja, ja, genau, so war das. Und deswegen mache ich sowas auch nicht, weil ich ganz genau weiß, die Leute würden so reagieren. Die meisten würden das nicht schreiben direkt, aber sie würden innerlich so reagieren und denken sich, oh mein Gott, der sieht ja völlig kacke aus, ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Ja, es stand bei mir auch, also wo ich halt dann den ersten Part hochgeladen habe, ich dachte mir einfach nur, oh Gott, wie kommt das an? Oh Gott. Ich habe das einfach dann gemacht, hochgeladen. Ich muss sagen, das ist der meistgeguckte Part. Ist lustig, oder? Die Leute, bei mir ist halt so eine Sache, hätte ich es von Anfang an gemacht, hätte ich auch nicht so eine Probleme damit. Weil die Leute wüssten ja, worauf sie sich einlassen. Problem ist bloß, jetzt habe ich schon eine große Community, die alle nur darauf warten, wann macht er endlich Facecam? Ich will unbedingt wissen, wie er aussieht. Die haben dann aufgrund der Zeit jetzt auch viel höhere Erwartungen als das, was sie dann im Endeffekt bekommen. Ja. Darauf habe ich dann keinen Bock, weil ich bin nun mal einfach nicht so der schmucke Typ, wie sie sich vielleicht vorstellen. Ich bin halt nun mal, etwas dicker und hab einen Eierhals ein bisschen. Ja, bei mir ist es aber auch generell so, Community weiß vielleicht von mir, dass ich halt ein bisschen der mollige Typ bin, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. So ein bisschen in der Richtung Teddybär. So vergleiche ich das immer gerne. Keine Bilder, lass uns einfach das Hausboot heute bauen. Ja, das ist scheiß drauf. Wo ist das Wasser? Wir müssen Richtung unser Haus gehen. Also wieder zurück.
Ich nehme mal ein paar Sachen mit. So, nimm du auch ein paar Sachen mit. Auf zurück nach Hause. Ich weiß nicht, wo die Höhle hin ist, Leute. Ich habe auch keine Ahnung. Wir schleifen jetzt, guck mal, wie männlich wir sind. Jo, und jetzt, Du wolltest weiter? Wie gesagt, was wollte ich denn jetzt sagen? Ist gerade weg. Du musst Facecam, meistgeschauter Chart. Genau, Part. Da kam richtig gut an. Es gab auch ein, zwei Leute, die gesagt haben, das ist ja komplett anders, als ich mir vorgestellt habe. Aber haben trotzdem weitergeschaut dann. Ja, also es kam richtig gut an. Das hätte ich nicht gedacht. Und da dachte ich mir, ja gut, hast du sowieso Bock drauf? Machst du einfach weiter. Ja, Höhle. Gut. Was? Oder? Nee, sah nur so aus. Ja, das war's ja jetzt. Und auch die nächsten paar Sachen, wo immer Facecam mit dabei ist, war richtig gut, weil dann halt, weil du kannst auch mal nichts sagen, weißt du? Du kannst auch einfach mal nur die Mimik sprechen lassen. Und das feiern die Leute halt. Natürlich, klar, aber ich bin halt einfach, ich weiß nicht, ich... Es ist halt wirklich auch so, du hast immer so einen Hintergedanken, es gibt Leute, die halt wirklich aufs Aussehen achten und das finde ich wirklich ein bisschen traurig, ja, dass es halt Leute gibt. Das ist leider aber auch bei meiner Community ganz teilweise verstärkt so, nicht, dass die Leute wirklich nur aufs Aussehen achten, aber halt, es ist nicht so unbedingt, aber es wirkt teilweise wirklich so. Ja, aber das einfach, weil es wirklich, ich weiß nicht warum, es klingt gemein und weil ich habe damals ja noch einen Formspring-Account gehabt und da kamen dann halt auch so Sachen ran wie, ich will dich gerne mal sehen, hoffentlich siehst du auch so gut aus, wie deine Stimme es uns verspricht. Wo ich mir denke, allein wegen so einer Kommentare werde ich niemals Facecam machen. Ja. Weil ich einfach aber mal dann mega Schiss davor habe, wie die Leute dann darauf reagieren würden. Ja, aber ich sag mal so, Leute, die jetzt wirklich nur aufs Aussehen achten, sorry Leute, also wenn ich da jetzt wieder euch angreife, aber das ist halt meine Meinung. Wenn Leute, oder beziehungsweise Menschen generell, das ist ja auch im Thema Liebe so, wenn jetzt Frauen, sage ich jetzt mal, aufs Aussehen achten, ja, aber dann später rumheulen, weil der Charakter scheiße ist, dann seid ihr selbst schuld, ja. Nur weil er ein gutes Aussehen hat, heißt das auch lange nicht, dass er einen guten Charakter hat. Es ist teilweise sogar andersrum. Richtig. So viel dazu, da kommen immer mindestens zwei raus, ne, Leute? Ach doch, da hinten. Warum? Voll weit weg. Aus der Spitze. Total so unsinnig. Ja. So, und wie gesagt, ich höre das ja auch teilweise, ich schweife jetzt ein bisschen ab, teilweise, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Freundinnen helfe, die jetzt zum Beispiel, wenn der Freund jetzt sie verlassen hat oder irgendwie sowas oder fremd gegangen ist, was ich ja wirklich... Fremdgehen ist... Ganz ehrlich, Leute, einen guten Tipp am Rande, wenn ihr vielleicht noch jünger seid und euch selber auch sagt, sowas würde ich niemals machen. Es kommt irgendwann immer die Situation, wo man sich vielleicht mal in jemand anderen verguckt. Es muss nicht mal richtige Liebe sein, es ist einfach nur, weiß nicht, vielleicht läuft die Beziehung gerade nicht rund, man streitet sich oft mit seinem Partner mal und man verguckt sich dann halt aufgrund dessen in jemand anderen. Ja. Macht erstens nicht sofort Schluss, sondern versucht es erstmal noch weiterhin, wartet die Situation lieber ab. Und das Wichtigste ist, wenn ihr wirklich das Verlangen danach habt, den anderen öfter zu sehen oder so, macht lieber vorher Schluss, bevor das Schlimmste passiert, weil Fremdgehen, das verzeiht euch euer Partner erstens nie und das geht so richtig krass auf die Psyche und macht den anderen kaputt. Das macht den anderen einfach kaputt. Es gibt nichts Schlimmeres als Fremdgehen, weil du hast danach richtig krass Probleme, wieder Vertrauen zu jemand anderen aufbauen zu können, weil du immer die Angst hast, vielleicht passiert dasselbe nochmal. Richtig. Also lieber Schluss machen und dann mit jemand anderen, weißt du, aber Fremdgehen ist absolutes Tabu, finde ich. Darf auf gar keinen Fall passieren. Ist es auch, ja. Ich bitte euch drum, Leute, macht das nicht. Das ist... Ja, so, und wie gesagt, es gibt ja auch, wie gesagt, gerade bei den Weiblichen halt, die wirklich nur aufs Aussehen achten und halt auch wirklich auf den Charakter scheißen. Wenn dann einer kommt, der halt wirklich einen Charakter hat, aber jetzt vielleicht das Aussehen nicht so hat, bei dem sagen sie dann nur, ja, als Freundschaft ist nicht oder bla bla bla, das ganze Zeug. Das verstehe ich irgendwie nicht. Alter, what the fuck hier? Ich tanze die ganze Zeit mit dem Typen rum. Mein Gott. Und das verstehe ich halt irgendwie nicht. Warum ein Aussehen so wichtig ist. Ich meine, klar, er muss irgendwie zu einem passen, das ist ja schon verständlich. Völliger Quasi-Mode sollte man nicht sein, das ist natürlich klar, dass man halt so einen gewissen Anspruch auch hat. Klar. Eine gewisse Ästhetik vielleicht für sich selbst auch. Und ich bin ja selber auch jetzt wirklich, muss ich für mich selber sagen, hat auch nichts mit mangelndem Selbstwertgefühl zu tun. Ich sag's zwar, ich bin eine geile Sau und ich bin auch eine geile Sau, aber ich bin halt nicht der Hübscheste. Das ist halt einfach so. Ich bin einfach, was rein optisch das angeht, wenn ich wahrscheinlich auf den ersten Blick niemandem gefallen. Aber, bin jetzt auch nicht total der verquarzte Quasi-Mutter, deswegen geht's noch. Und ich hab einfach, Gott sei Dank, den Charakter dafür, dass ich auch vielleicht die eine oder andere Person kennenlerne, die mich ansprechend findet. Richtig. Ich sag ja immer und so. Auch schon kennengelernt habe und noch nebenbei kenne.
Ja. Du redest von mir, dankeschön. Sie guckt ja unser Let's Play auch, von daher. Ja, ich bin auch live dabei, also ist es nicht. Ne? Ja klar, natürlich. Nee, aber ist halt... Nein, wie gesagt, ich finde irgendwie Charakter ist für mich wichtiger. Ist immer an erster Stelle. Klar, wie das Aussehen und so spielt das auch eine gewisse Rolle, aber... Man sollte nicht nur das Aussehen entscheiden. Man sollte sagen, oh, der sieht voll gut aus, mit dem will ich eine Beziehung, sondern man sollte jemandem sagen, okay, der sieht gut aus, fertig. Eine Beziehung willst du mit jemand ganz anderem. Richtig. Gut, es kann auch sein, dass jemand gut aussieht und trotzdem nett ist. Da kenne ich auch einige Beispiele direkt aus dem Privatleben, wo ich sage, das ist ein schmucker Typ, weißt du, als Mittelwerk auf dich stehen und der ist trotzdem total der geile Typ. So. Der hat einfach den größten Jackpot, ist ein netter Kerl, weißt du, und sieht noch gut aus. Ja, das natürlich gibt's auch, klar. Aber man sollte halt wirklich ein bisschen mehr auf den Charakter achten, sage ich jetzt einfach mal. Und es geht auch wirklich nur darum. Ich meine, ich verstehe es ja auch teilweise bei dir. Ja, weil ich weiß ja, wie du aussiehst, ja. Ja? Ich sage, okay, ja. Könnte vielleicht teilweise. Wie viele Fotzen kommen denn hier noch? Sag mal. Du weißt, wie ich aussehe? Ja, klar. Woher das denn? Du hattest damals mal in Skype die Cam an. Wo man mit Nerux und so. Ach so, mit alles. Mit Sonnenbrille und Cappy, ne? Richtig. Okay, ja, okay. Ist schon ein paar Jahre schon her. Ja. Und, wie gesagt, teilweise kann ich verstehen, aber teilweise. Die Person sitzt doch dahinter vor dem PC. Ich meine, diese Person unterhält euch, ja. Nur weil ihr dann die Person seht, ja, heißt es noch lange nicht, scheiß Charakter. Nee. Ich meine, diese Person hat euch unterhalten die ganzen Jahre. Warum solltet ihr dann auf einmal sagen, nee, ist nicht mein Typ, ich geh wieder. Also dann funktioniert doch bei euch im Kopf irgendwas nicht. Das ist bei vielen halt Schwärmerei plus Vorstellungskraft, die sagen, oh, der ist voll süß und wenn er noch gut aussieht, wäre er noch viel süßer und dann sieht man halt nicht so aus und dann ist es halt für viele, gerade jüngere Menschen auch auf den ersten Blick natürlich erstmal abschreckend, weil sie dann sagen, ich habe mir den ganz anders vorgestellt, ist irgendwie doof und dann ist das so eine Enttäuschung, die quasi auch gleichzeitig übergreift in den Rest, weil dann findet man auf einmal aufgrund der Enttäuschung vielleicht irgendwas, irgendeinen Fehler oder irgendeinen Makel, das ist rein ein psychisches Ding. Das ist ja halt auch wirklich so, wenn du einmal von jemandem enttäuscht wirst, in einer bestimmten Hinsicht, hast du halt immer wieder Angst, in dieselbe Richtung enttäuscht zu werden. Und das ist halt psychologisch, weißt du, wenn ich, sag ich es mal, eine Person kauft zweimal das Falsche, Deo, für dich. Dann schickst du die Person nie wieder los, um das Deo zu kaufen. Oder irgendwas anderes überhaupt zu kaufen, weil es reicht nur, das Deo falsch geholt, aber Tampons hat er immer richtig gebracht, dann holt er zwei, dreimal falsche Deo, sagst du, ach komm, der ist eh zu blöd, ich geh lieber selber einkaufen, allgemein. Weißt du? Ja, ich verstehe. Nur weil der Deo vielleicht versagt hat, das ist ein doofes Beispiel, aber ich weiß, wenn halt die Enttäuschung vom Aussehen groß ist, ist die Enttäuschung hinterher leichter bei irgendwelchen anderen Dingen. Dann findest du auf einmal auch charakterlich vielleicht, was ich ganz krass finde, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ich finde, es gibt keine hässlichen Menschen. Ich gucke mir Menschen an und denke mir so, jo, der sieht halt so aus. Sowas wie hässlich. Manche Menschen, die sehen halt nicht gut aus, aber die können auch nichts dafür. Richtig. Aber ich habe halt Menschen gegenüber, wo andere sagen, boah, du bist voll hässlich, wo ich denke, was denn, der sieht doch völlig normal aus. Die kennen halt nur schön und hässlich, die kennen keinen normal oder medium oder ist in Ordnung oder ist halt ja, so. Ja, bei denen ist es wirklich so schön, da haben sie halt so eine schöne Dinge drin, weißt du, so ideales Perfektbild und alles, was nicht diesem Idealbild entspricht, ist automatisch hässlich. Heutzutage musst du dir ja wirklich Gedanken machen, sogar als Mädel, wenn du einfach mal normal bist und nicht so eine Kurven hast und untergewichtig bist und in eine 0-0er-Hose reinpasst mit 18. Ich denke, ja. Alter, das ist eine Kindergröße, da passen 12-Jährige rein. Warum sollst du da reinpassen? Das ergibt keinen Sinn. Ja, Menschen werden so mit irgendwelchen Idealen zugeballert, weißt du, da krieg ich das Kotzen, ey. Das ist echt so. Ja, das ist deswegen schämt man sich für sein Aussehen, obwohl man vielleicht völlig normal aussieht. Und ich finde, wir beide sehen normal aus. Wir sind jetzt nicht hässlich, wir sind auch nicht die allerschönsten, aber meine Güte. Ja, ich sehe halt so aus und fertig. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also damals war ich ein ganz anderer Mensch als jetzt. Muss ich ganz einfach so sagen. Ich erinnere mich, ich hatte letztens das Video geschickt, ne? Oh Gott, ey. Hör mir auf. Wir waren beide anders. Guckt euch mal meine ersten Let's Plays an, guckt euch mal meine jetzigen an. Ich habe mich charakterlich total verändert. Ja. Ich meine ja auch generell, bevor ich halt wirklich mit YouTube angefangen habe, war ich komplett anders. Also ich hatte Selbstbewusstsein, war gleich null, ich war naiv und hast du nicht gesehen. Das lag aber alles daran, den falschen Freunde, bla bla bla, ist lange Zeit hinterher. Und kannst du nicht ausgehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt mittlerweile habe ich so einen Standpunkt, wo ich sage, wenn du mich beleidigst als hässlich oder sowas, dann mach das, aber es juckt mich absolut rein. Gar nichts. Mich leider schon. Nee, also. Das dürfte dich nicht interessieren, das ist einfach so. Also ich habe so einen Standpunkt, es gibt solche Leute und solche Leute. Es gibt Leute, die halt sagen, oh, da ist ja ganz süß und doch das. Mensch, der sagt Nuffis oder irgendwie sowas. Dann gibt es Leute, die sagen, du bist hässlich, bla bla bla. Aber da sage ich, komm,
zieh einen Finger, verschwinde. Mhm. Du hast in meinem Leben, komm, such dir Leute, mit denen du dumm lappen kannst, aber lass mich dabei in Ruhe. Weißt du? Es ist einfach so, weil solche, ich nenne sie gerne Fotzen. Sorry. Du hast es heute aber auch mit dem Wort, wa? Ich hab's heute mit dem Wort, ja. Auf den Thumbnail kann ich sowas nicht packen, leider. Oh mein Gott, das wär's. Es gibt natürlich anders auf dem Thumbnail und der Kanal läuft seit Wochen, weißt du? Und ich denke, da kommt ja keiner was und macht da irgendwas gegen. Ja. Halbe Pornos drauf. Nee, ich weiß, was ich mache. Ich mach so eine Katze drauf bei Pussy, verstehst du? Nee, eine alte Lederhandtasche. Oder sowas. Ja, nee. Oder nimmst du Mutter Monika, weil auf Österreichisch heißt das Fotzhobel. Stimmt. Hm, mal gucken. Machst einfach nur, genau, machst einen Hobel daneben und streichst den Hobel durch. gute Idee. Oder halt eine alte Lederhandtasche, ist ja auch eine Fotze. Ja, oder vielleicht mache ich alles drei so irgendwie eine Pussy mit drauf oder so. Mal gucken. Wo ist die Lederhandtasche halt und Mutter Monika spielt? Eine Fotzhobel. Ja, sowas, ne? Nette Idee. Ja, wie gesagt, aber ich nenne das halt gerne so. Es tut mir leid, wenn ich da das weibliche Geschlecht jetzt irgendwie damit diffamiere, ja, aber das ist... Aber für mich sind das halt einfach nur Idioten, ja, die einfach... Ja, oberflächliche Menschen, die sonst nichts anderes haben. Weißt du, die sind selbst, ich sage jetzt mal vielleicht auch nicht gerade, sind meistens überhaupt nicht die perfekten Leute. Die bilden sich irgendwas ein, dass sie perfekt wären. Ja, ja, aber niemand ist perfekt. Gut, abgesehen von mir, aber... Sonst, ja. Also ich verstehe das einfach nicht. Sag auch mal, dass es eigentlich größtenteils daher kommt, dass die Menschen anderweitig Probleme haben, meistens wirklich ein geringes Selbstvertrauen in gewisser Hinsicht, es nur nach außen hin künstlich aufbauschen und aufgrund ihres Aussehens vielleicht Bestätigung erhalten, aber das sind dann Leute wirklich, die haben größtenteils krasse Zukunftsängste und oder aber eben allgemein kriegen sie ihr Leben nicht in den Griff, werden zu Hause vielleicht von dem Vater geschlagen oder sowas. Kann alles vorkommen. Klar. Wo ich sage, klar, die können da auch nichts für unbedingt. Die brauchen ihre Bestätigung halt, indem sie andere mobben, um sich dann besser zu fühlen, weil sie, wenn jemand anderes kleiner ist, ist sie automatisch größer. Ja. Das ist das, aber ich meine, ja Gott. Ich brauche trinken, ich habe keine Energie, keine Ausdauer. Vielleicht auch was zu essen. Ich guck mal, ob Aloe Vera was hilft. Ah, das weiß ich nicht. Chicory vielleicht? Chicory ein bisschen. Ja. Nee, aber wie gesagt, ich kann nur im Großen und Ganzen sagen, also mein Tipp ist an dir halt, scheiß einfach auf die Leute, die halt wirklich, nach dem Aussehen schmachten oder achten bei dir. Ja, weil das aber sind, nee, pass mal auf, das sind, in meinen Augen sind nicht das keine treuen Abonnenten. Ist einfach so. Die halt wirklich nur denken, oh, das sieht bestimmt schnücklig aus und und ja, selbst wenn er dass das für mich halt auch nicht leicht ist, weil... Klar, es ist verständlich, dass es für dich jetzt nicht gerade leicht ist für dich. Aber du musst das halt so sehen. Ich sag's halt gern nochmal, es sind keine treuen Abonnenten. Selbst wenn, ich sag jetzt einfach mal, selbst wenn Luna jetzt ein schnücklicher Typ wäre und einen perfekten Körper hätte und weit weiß ich alles, ihr müsst auch davon mal ausgehen, ist er vergeben? Ja, nein, vielleicht kreuze an, ja? Was nützt euch das dann? Ich meine, er kennt euch nicht. Versteht ihr, was ich meine, ja? Das ist, das stimmt allerdings. Darauf hätte ich sowieso nie geachtet, weil, nee. Also, bei mir ist Alter auch ganz entscheidend. War es früher richtig, nicht ganz so, aber ich sag mal, Volljährigkeit ist auf jeden Fall schon, sowieso schon mal ein Muss, mindestens. Und ich glaube sogar, 18 ist für mich schon mittlerweile auch zu jung. Früher war mir eigentlich so, 18 ist so geil. Jetzt denke ich mir so, also, es sollte schon 20 aufwärts sein. Hm. Mit 22 war es natürlich kein Ding. Mit 22 habe ich auch mal hier und da überlegt und auch mal ein bisschen geschäkert und sowas, weißt du, mit einer 16-Jährigen. Weil das Altersunterschied ist da noch nicht ganz so krass, aber mittlerweile, ganz ehrlich, 10 Jahre Unterschied, bald 11. Ja, ich bin 27 oder werde 27 in ein paar Monaten. Das ist schon ein Unterschied, Leute. Echt, du bist da könnt so, ihr nicht, da könnt ihr mit 15 euch heute nichts aufhören, selbst wenn ihr volljährig seid und sagt, auch in ein paar Jahren. Nein. Der Altersunterschied ist einfach zu gewaltig. So, hier kommt Bolokske für dich. Was hat er die aufnimmt? Der Arschloch. Ich sehe nichts. Ich habe jetzt nur die aus dem Lager genommen. Da waren Loks für dich. Ja, aber wie gesagt, das ist halt. Ja, du hast schon recht, Oberflächlichkeiten und so, aber. Es ist einfach so, es sind
wurde halt auch in der Schule nicht immer positiv behandelt von meinen Mitschülern teilweise und da ist sowas halt dann auch irgendwie nicht so geil, weil es muss online, ich bin nicht extra ins Internet gegangen, um dann hier wieder gemobbt zu werden, weißt du? Nee, pass auf, das war bei mir genauso. Ich wurde damals in der Schule auch gemobbt, gehänselt und das ganze Zeug. Wie gesagt, ich war ja damals komplett schüchtern und naiv und hatte kein Selbstbewusstsein und gar nichts. Ich war ja wirklich komplett völlig anders. Und ich wurde auch damals gehänselt von meinen Mitschülern und das ganze Zeug. Ich auch. Nee, das wurde nicht nur in der Schule, das war ja, ging ja in der Ausbildung dann später weiter. Ja, na klar. In der ersten Ausbildung, Anfang zweite, hat es dann aufgehört. Also in der ersten und danach wurde ich eigentlich gar nicht mehr gemobbt. Ich bin mich auch froh, dass die Zeit vorbei ist. Es gab halt Menschen, weiß ich nicht, die mochten mich einfach nicht. Ja, das war bei mir genauso. Ich konnte nicht was machen, einfach nur, weil ich war, wie ich bin, weißt du, und ich verstehe es nicht. Ich habe nie irgendwas falsch gemacht. Ich war eigentlich mit allen immer gut, Mensch. Aber fingen die an, mich zu beleidigen, zu mobben, auszugrenzen. Das ist eine ganz schlimme Erfahrung. Das will ich nie wieder haben. Nee, das verstehe ich. Das habe ich selbst durch. Ich weiß, wie sich das fühlt. Über Mobbing können wir auch mal reden, irgendwann mal. Es ist richtig krasses Thema, klar. Aber ich muss jetzt ganz mittlerweile sagen, mir ist es völlig Wumpe, wie ihr, sagen wir mal, mich seht. Und wenn ihr meint, halt, ihr müsst zu mir sagen, ja, das sieht scheiße aus, ja, dann sehe ich in deinen Augen scheiße aus, aber das interessiert mich absolut gar nicht, was du von mir denkst. Weil du hast in deinem Leben sowieso nur nichts erreicht. Oder musst denken, du bist ja die größte Fotze. Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt wieder sage. Das böse F-Wort, ey. Aber lass mich in Ruhe. Du lebst dein Leben. Du siehst jetzt auch nicht gerade aus wie, was weiß ich. Wie der Rockstar von Saint-Tropez, was weiß ich. Aber lass mich in Ruhe, mein Gott. Wenn du meinst, du müsstest irgendwie andere... Wenn du halt wirklich meinst, du müsstest andere beleidigen für ihr Aussehen, ja, dann mach das doch, aber mein Gott. Ja, da muss ich sagen... Da beleidige Penner, aber lass mich in Ruhe. Hast du wahrscheinlich etwas mehr Selbstbewusstsein als ich, was das angeht? Mittlerweile. Ja, weil ich jetzt wirklich... Mittlerweile ist es bei mir halt mittlerweile so. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, wo ich das mit der Cam gemacht habe, ist das Selbstbewusstsein nochmal ein Stück höher gekommen. Weil das stärkt einfach, weil wenn du dann... auch wenn du... Ich sag jetzt mal so, wenn du halt wirklich siehst, ich sag jetzt mal von 10 Kommentaren einfach nur so ein Beispiel. Wenn du 4 Kommentare liest, wo drin steht, da ist jetzt nicht so ganz, du liest aber 6 Kommentare, wo drin steht, ach Mensch, bist aber schnucklig oder irgendwie sowas Positives, dann stärkt das mehr. Glaub mir. Auch wenn die 4 Kommentare jetzt ein bisschen runterziehen. Stärken diese anderen Kommentare, diese positiven, etwas mehr. Es ist so. Wenn du dann wirklich siehst, okay, es gibt wirklich Leute, denen ist ja scheißegal, wie du aussiehst. Du unterhältst die, und denen ist das auch wirklich egal. Ja. Vielleicht sogar im Gegenteil, die finden dich dadurch noch süßer. Oder, verstehst du, was ich meine? Ja? Also stärkt wirklich noch ein bisschen mehr das Selbstbewusstsein. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, selbst wenn, ich sag jetzt mal, 8 Kommentare dastehen würden von wegen, ah, da sieht jetzt vielleicht nicht so. Wenn aber 2 Kommentare drin sind, wo drin steht, ach, da ist er richtig süß oder schnucklig oder ach Mensch, irgendwas Positives halt, ja. Dann stärkt das dennoch. Weil du ja dennoch siehst, okay. Nein, ich weiß gleich, ich mach trotzdem erstmal keine Facecam. Nee, ich will dich jetzt auch nicht überreden, nennen. Ich geh ins Baumhaus. Ich will dich jetzt auch nicht überreden, um Gottes Willen. Oh Gott, da kommen noch mehr. Deswegen, ja. Deswegen, aber, wie gesagt, es darf dich einfach nicht interessieren. Wenn die Leute meinen, okay, oh, die sind ins Feuer gerannt. Die sind ins Feuer gerannt, die Idioten. Ja, geil. Wie gesagt, es ist... Musst du dann mittlerweile irgendwo einen Scheiß drauf geben, weil, du bist hier, um die Leute zu unterhalten. Du bist nicht hier wegen der Singlebörse. Ja, das stimmt schon. Ja, du musst den Leuten nicht gefallen. Du musst nur deine Art, sagen wir mal, ja, gefallen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, nee, ich weiß. Du bist ja hier wegen der Unterhaltung und nicht, weil du hier Germany's Next Top Model werden willst. Nee, das sowieso nicht, nee, aber...
Verstehst du, wo ich hinaus möchte? Ja, klar, aber trotzdem irgendwie, weiß nicht. Ja, es ist immer noch. Ich bin nicht ins Feld geflohen, um dann dieselbe Scheiße nochmal zu erleben, weißt du? Ja, nee, um Gottes Willen, das ist, ist verständlich. Ist, wie gesagt, das habe ich auch komplett durch. Von daher. Ich würde sagen, wir sind bei 25 Minuten. Wir machen erstmal einen weißt du, was jetzt ein bisschen ungewohnt ist? Sonst redest du eigentlich die ganze Zeit im Part. Ja, heute hast du mal wirklich den Part. Heute hab ich mal hier die. Wir wechseln uns aber schon ab. Nächstes Thema reden wir wieder zusammen, gleichzeitig. Wer da oben auf dem Dings rumrennt, das sieht süß aus. Ja, unser Hausboot halt, nimmt auch schon langsam Gestalt an. Ich glaube, wir machen es im nächsten Part auf jeden Fall weiter. Und dann gehen wir mal wieder eine Höhle erkunden. Und dann ist Schnieke. Richtig. Und was ich euch jetzt mal bitte. Du hältst jetzt die Klappe. So. Was ich euch jetzt mal wirklich bitten möchte. Und es war, dass jeder, der das Video geschaut hat. Macht ja sowieso alle. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also jetzt generell, Schönheit oder Charakter, was ist euch, sagen wir mal, euch wichtiger? Und was würdet ihr sagen? Ich sag's einfach nur. Was würdet ihr sagen, wenn Luna jetzt Facecam machen würde? Einfach nur mal so. Und ja, vielleicht jetzt, sagen wir mal, nicht so euch ansprechen würde, vom Aussehen her, wie ihr euch vielleicht das vorstellt. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Aber jetzt bitte kein Hate oder irgendwie sowas, weil das ist unfair. Ja, sondern einfach nur sagen, ja, würdet ihr den weiterverfolgen oder würdet ihr sagen, nee, dann doch wieder nicht. Ja, die werden wahrscheinlich sowieso ja schreiben, im Endeffekt machen wir trotzdem nicht. Ja, aber das ist halt das Problem, aber man kann es ja trotzdem mal irgendwie versuchen, ja. Man sieht schon irgendwo in den Kommentaren, wer lügt und wer nicht lügt, ja, also. Wie gesagt, seid, lasst euch in den Kommentaren aus, was haltet ihr davon? Vielleicht kriegen wir Luna irgendwie noch dazu. Oh, also das erst, wenn ich erstmal mindestens 30 Kilo, nee, gut, nicht 30, nein, das wäre zu viel, 20 Kilo weniger drauf hab. 15 reicht auch schon. Ja, dann betreibe einfach mal mehr Matratzensport und dann klappt das. Oh, da musst du öfter mal herkommen, Dave. Richtig geil, oh. Ja, da war ich schon wieder wuschig. Haben wir schon das nächste Thema, Homosexualität zwischen Lesbian. Ja, haben wir das schon irgendwie durch. Ihr könnt uns auch noch mal ein paar Themen vorschlagen, wenn ihr Bock habt, irgendwie, dass ich vielleicht oder Dave und ich mal so ein Thema erläutern, vielleicht. Wir sind gerade wieder so wie bei Seven Days to Die, voll drauf. Gut drin, Themen gut dran, auszupacken. Gut über die man ja, die ganze Zeit reden. Ich pack nicht nur Themen aus. Zeig deine Probacken. Was? Ich rede von meinem Sandwich. Kennst du das Motorboot bei den Brüsten, bei Frauen? Beim Motorboot macht? Bitte was? Kennst du dich? Gesicht rein, dann immer. Ach so, das meinst du? Ja, doch. Das mache ich mit deinen Arschbacken. So, jetzt ist aber genug. Dave und ich verschwinden erstmal unter der Bettdecke und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dave, das war zum Sonntag. Oh Gott, was habe ich jetzt für ein Bild im Kopf, ey? Oh Gott. Ja, stimmt. Ups, Alter. Da ja, fliegt mir gleich das Headset vom Kopf. Nicht mehr das Headset, fliegt gleich hier. Alter, okay. Walter. Ich hab grad. Nee. Ein Wort zum Sonntag. Rosettenlecker, keine Ahnung. Kein Mobbing, Leute. Also von daher, kein wir Mobbing. Sehen uns beim nächsten Mal wieder auf. Dann auch bald auf Wiedersehen. Tschüss, die Kosten.